für mehrere Tassen. Alles hat auf mein Kommando! Grün heißt gehen! Und rot heißt stehen! Und rot heißt stehen! Gehen! Stehen! Gehen! Stehen! Gehen, stehen! Gehen, stehen! Gehen, stehen! Ich sag nur, Heilbroti, drei Loten du, auf geht da! Das macht einen depressiv. Man möchte sich quasi direkt erhängen, erschießen oder einfach in einen Ofen stecken und den Hahn selber aufdrehen. In einen Ofen stecken und den Hahn selber aufdrehen. Uno, dos, tres, cuatro. Dann süß-sauer 22, 23, 24 und die Bemont 20. Das ist der Wirt. Das ist ganz lecker, darüber können wir mal von. So, nun gib mir mal einen Ton. Dein Ton war falsch. Wo fährst du denn da hin genau? Nach Davos. Davos? Ja, da wo Schnee liegt. So blöd kann man doch nicht sein. Ja, das stimmt genau. Ja, wieso erzählst du denn hier so einen Schwachsinn? Weil du die Texte schreibst. Guten Abend. Bitte sehr, das kannst du gleich behalten. War ein Tag wie jeder andere. In meiner Detektei war nicht viel los, also schaute ich durch das Fenster auf die Straße. Vor dem Fenster ging ein verschwitzter älterer Mann mit ziemlich kurzen Haaren. Er zog das linke Bein nach. Entschuldigung, er zog beide Beine nach. Vor meines Fensters blieb er stehen und winkte mir zu. Das war ein Fehler, denn in diesem Moment wurde er von einem rumänischen Sattelschlepper überfahren. Ich glaube... müssen erst auftauchen. Ach, ist jetzt ein... Jawohl, Herr Kaloy. Begrüßen Sie mit mir Edward Simeoni in seine Zauberflöte. Warum haben Sie dann zumindest auf uns Fernsehzuschauer in der Sendung immer diesen bumsfidelen Eindruck gemacht? Ich habe da einen Strich unter diese Rechnung gezogen und habe gesagt... Bis noch ein witziges Beispiel. Ja! Das wäre doch nicht. Der Zeitunterschied zwischen Paris und New York beträgt 6 Stunden. Die Concorde braucht für die gleiche Strecke aber nur 3 Stunden. Das heißt, du kommst eher an, als du losgeflogen bist. Nein! Da gibt's dich ja doppelt! Nein! Du bist nur 3 Stunden früher! Ich kann in die Vergangenheit reisen! Nee, das war's nicht. Moment! So, jetzt. Ja, der Thomas hat uns natürlich auch einen Brief geschickt. Thomas, du bist on air. Ja, Joey, guck dir doch mal das Foto an, das ich dir mitgeschickt habe. Kannst du mir mal sagen, wie ich aussehe? Ja, mach ich gleich, Moment. Du siehst aus wie ein Cocker Spaniel. Oh, danke. Und der nächste ist on air. Wer ist on air? Hallo, hier ist die Marlin. Ja, wie schön. Ich hatte dir ein Foto von meinem Hund geschickt. Es ist ein Cocker Spaniel. Moment mal, ja, Moment mal. Seid ihr alle bescheuert? Ich finde die ganzen Fotos. Ihr habt die Fotos vertauscht. Ich meine, ich komme ja gar nicht mehr klar. Ja gut, ich glaube, wir müssen den Tom noch mal anrufen. Nee, ich glaube nicht. Du musst das Auto anmelden. Du musst es zulassen. Herrgott. Na, was soll ich denn zulassen? Das Auto, du musst das Auto zulassen. Ja, da komme ich ja gar nicht mehr ran ins Auto. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe noch 5 Tischbomben mitgebracht. Tischbomben? Ja, für die Kinder. Ich meine, ich bin es, das ist doch so fun. Was ist denn los? Das ist doch lustig. Kinder in die Luft zu springen! Och, sag mal, du bist doch wohl nicht ganz gescheit. Ich habe noch andere Termine. Das ist nicht der einzige Film, den ich hier drehe. Also wirklich, wer hat dir diese Schnäpfe eingekauft? To be or not to be, set is a Zwetschgen. Apropos Pflaume. Jilly, Jilly. Edwardisch. Wo guckst du eigentlich immer hin? Ich bin leider 5 Minuten zu spät gekommen. Ha!
unsere 264. Sendung. Du bleibst doch mal ruhig. Ja, also es kann sein, dass ich mich ein bisschen geirrt habe. Wir haben trotzdem, vielleicht haben wir ein bisschen Wind. Ja, eigentlich müsste jetzt mein Bus kommen. Ich muss mal gucken. Ja. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. Nicht. Und ab geht's. Der Rückweg in das Märchenland führt durch den Pfeiler. Der Pfeiler! Jungs, das ist doch gar kein Problem. Das geht doch ratzfatz. Da nehme ich zack, zack meinen Nitroglycerin-Cocktail und weg ist sie. Also ich fand's lustig. Claudi, jetzt hör mal auf, hier den kleinen Bubi zu schlagen. Das ist immer noch mein Part. Ich sehe aus wie ein Schwein. Ja, das stimmt. Und eingesaut hasse ich auch noch. Und wie kommen wir in das Schloss rein? Na, das ist doch kein Problem. Für solche Fälle habe ich immer einen Rambock dabei. Quatsch, was soll ich denn mit so einer Wunderlampe? Mein Problem ist, dass ich keine Frauen schlagen kann. Ich kann es einfach nicht. Du hast verloren. Du hättest Schach sagen müssen. Das ist aber unfair. Ich hab doch noch gar nicht... Ich hätte aber gerne... Also jetzt reicht's wieder. Verloren, verloren, verloren. Jetzt halt doch mal den Rand. Schach. Ich glaube, ich habe eine Frau geschlagen. Du dummes Auto! Ich glaube, das habe ich verstanden. Halt die Schnauze. Ja. Oh, da war ja. Ich habe euch auch alle lieb. Aber ihr müsst ja nicht durchdrehen. Mirko! Stefan, du glaubst es nicht. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich. Geh mal davon aus, du willst nicht irgendwie irgendwas Bedeutendes sagen. Das war eine schöne Zeit. Zwillinge.